Die Polizei hat mit zwei Festnahmen in Nordrhein-Westfalen womöglich einen Anschlag verhindert. Spezialeinheiten hätten in der Nacht zu Freitag in Duisburg zwei Männer in Gewahrsam genommen, teilte die Polizei mit. Die 28- und 31-jährigen Brüder aus dem Kosovo stünden im Verdacht, möglicherweise einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen und den angrenzenden Weihnachtsmarkt vorbereitet zu haben. Unklar ist noch, wie weit die Pläne vorangeschritten waren und ob es womöglich weitere Beteiligte gab. Der Hinweis aus Sicherheitskreisen sei um 18 Uhr bei der Polizei Essen eingegangen, sagte der Polizeisprecher Ulrich Fassbender am Freitag. Daraufhin haben wir unsere Polizeikräfte vor Ort verstärkt und wir haben natürlich parallel Ermittlungen aufgenommen zu den beiden Tatverdächtigen. Diese konnten dann auch gegen 1 Uhr heute Nacht in Duisburg festgenommen werden. Die Sicherheitsmaßnahmen seien ohnehin schon nach dem Anschlag in Berlin am Montag verstärkt worden, sagte Fassbender. Wir haben gestern nach dem Hinweis natürlich nochmal eins draufgesattelt und die Maßnahmen verstärkt. Heute werden im normalen Rahmen Doppelstreife, die Beamten werden mit Schutzweste und Maschinenpistole ausgerüstet sein. Diese Maßnahmen werden heute weitergehen. Auf dem Weihnachtsmarkt selbst reagierten Bürger am Freitag mit einer Mischung aus Vorsicht und Gelassenheit. Sorgen macht man sich in jedem Fall weiterhin und wir haben auch kurz überlegt, ob wir heute hier hinfahren sollten, aber nach dem Motto, sich verstecken bringt ja auch nichts und ich denke auch, wenn es so sein soll, dass man dabei ist, dann soll es so sein. Ich fühle mich nicht unwohl, ich sehe zwar auch keine Polizeikräfte, aber ich denke mal, die werden noch auftauchen. Befremdlich finde ich es so ein bisschen, wenn die mit Maschinengewehren bewaffnet über den Weihnachtsmarkt gehen, macht so ein bisschen die Weihnachtsstimmung kaputt. Andererseits sagen die einen, ja, die machen ja gar nichts, wenn man die nicht präsent sieht. Die anderen sagen, oh, ist ja viel zu viel. Ich denke, wie die das machen, ist es verkehrt. Und jeder muss für sich entscheiden, ob er dann solche Stellen wie hier meidet oder hingeht und sagt, trotzdem. Auch in Australien hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Anschlag zu Weihnachten vereitelt. 6 Männer und eine Frau seien bei Razzien am Morgen festgenommen worden. Es gehe um potenzielle Bombenanschläge in Melbourne, der zweitgrößten Stadt des Landes. Die Pläne seien von der radikal-islamischen Miliz IS inspiriert gewesen.